Nudeln. Also, hi. Ja, es ist ein bisschen dunkel. Die Lichtverhältnisse sind echt scheiße. Ich habe ja auch gerade Lichter gesucht, aber ja, nichts gefunden. Falls es jemand aufgefallen ist, ja, ich bin in einem ganz anderen Raum. Sehr schick, oder? Ja, ich habe mir gedacht, ach, ich will euch nicht mit meinem anderen Raum langweilen, wenn ich doch dieses hier zur Verfügung habe. Und zwar genau für 2 Wochen. Aber leider ist davon nicht mehr viel übrig. Und ich habe die Kamera eine Woche nicht. Ich konnte sie jetzt ergattern, diese Woche. Nächste Woche nicht, leider. Dann gebe ich sie wieder weg. Und ich habe leider nur noch 2 Tage übrig. Das vergeht so schnell. Und dann steht das Zimmer auch nicht mehr zur Verfügung. Also muss ich heute und morgen, vielleicht sogar auch übermorgen, ganz viele Videos drehen. Und wenn man so unter Druck ist, dann fällt einem halt überhaupt gar nichts ein, was man da erzählen soll. Oder was man da vorstellen soll. Oder was weiß ich. Ja, ich habe heute sehr blöde Haare und also Zeugs. Heute ist mein Blah-Tag. Wie immer eigentlich. Also, ich möchte euch ein Buch vorstellen, das ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen habe. Das ich eigentlich später vorstellen wollte. Aber das Buch gibt es jetzt im Angebot, im Kaufhof. Und da habe ich mir gedacht, ne, dann stellst du doch vor, wenn jemand Interesse hat, dann kann er es gleich kaufen. Mann, ich stehe viel zu nah, kann das sein? So, ich hoffe, ihr könnt mich besser sehen. So, das Buch gibt es, wie gesagt, im Kaufhof. Wenn ich da immer mal vorbeischaue, und dann habe ich gesehen, dass das Buch statt 8,95 4,95 kostet. Das sind 4 Euro. Und wer Interesse hat, kann sich das dann holen. So, ich habe es auch nur für 3 gekauft. Von daher macht es keinen großen Unterschied. Ich habe es damals bei unserem Altstadtfest gekauft, falls sich jemand daran erinnern kann. Stadtkendo, das ist ein Thriller. Und es ist auch nichts für schwache Nerven, steht hier von der Freundin bewertet. Ich muss sagen, am Anfang habe ich mir gedacht, von der Freundin bewertet, was soll denn das? Aber es ist wirklich nichts für schwache Nerven. Es ist, ich weiß, ihr wisst gar nicht, um was es geht. Von Elizabeth Corley, Stadtkendo. Und der ist echt gut. Also der ist echt gut gemacht. Es gibt selten, das heißt, es gibt selten Bücher, in denen man sich reinversetzen kann. Es gibt bestimmt einige, aber der hat wirklich Ekelfaktor. Also ich habe im Zug gesessen, habe gedacht, so, boah, und diese Vorstellung, also man kann sich richtig gut reinversetzen. So war ich stehen geblieben. Es gibt natürlich selten, es gibt natürlich Bücher, in denen man sich reinversetzen kann, aber das ist halt einer von denen, die gut sind. Und neben an Bord einer ständig, hört ihr das? Nur unsere Nachbarn, die renovieren. Meine Güte. So. Also es gibt, also es geht in diesem Buch um einen Sexualstraftäter, der immer wieder zuschlägt und diese Handlungen werden ziemlich genau beschrieben. Und es geht um eine Polizistin, Nightingale heißt die, und sie, um sie geht es halt auch in diesem Buch. Also, oh, ich bin total durcheinander gekommen, ey. Ihre Eltern sind vor einer Weile ums Leben gekommen bei einem Unfall und deswegen ist sie noch ein bisschen labil, körperlich und seelisch, und dann müssen sie diesen Sexualstraftäter auch fassen und dann bietet sie sich an, da dem zum Opfer zu fallen, zum Opferheil zu fallen, und er kriegt sie auch, und bis die Polizisten da eingreifen, dauert es halt noch ein bisschen und sie wird da halt in ihrem Wesen, sie ist eigentlich eine sehr starke Frau, wird sie sehr gekränkt, weil sie ihn nicht überwältigen konnte alleine. Und das schwächt sie sehr und das macht sie dann sehr nachdenklich, und dann will sie dann auch kurz danach eine Pause einlegen, damit sie ja, darüber nachdenken kann, wie es weitergeht und was weiß ich noch alles, und dass das ja nichts war und dass das, dass sie da überhaupt nicht so schwach ist, weil er hat sie ja so plötzlich angegriffen, da wäre jeder zig Tonnen schwerer Mann außer Kräften gewesen, das wäre der Schock gewesen und so weiter und so fort. Und ja, und zieht dann kurzerhand weg, also nicht wegziehen, sondern macht einen Urlaub irgendwo anders. Ja, aber den Täter fassen sie natürlich, der kommt ins Gefängnis, was die anderen aber nicht wissen die ganze Zeit, der Leser natürlich schon. Ja, es gibt einen zweiten Straftäter.
Und die arbeiten zusammen. Und der macht natürlich weiter und der versucht dann die Frau Polizistin Nightingale zu kriegen und sich an ihr zu rächen, dass sie seinen Komplizen ins Gefängnis gebracht hat. Und da von der Gefahr weiß sie nichts. Ja. Außerdem geht es auch um eine Liebesgeschichte, denn eines der Polizisten, Fenwick, ist in Nightingale verliebt. Und ja, das ist dann irgendwie sehr, was eigentlich, ich finde die Liebesgeschichte an sich eigentlich so ziemlich überflüssig, weil darum geht es irgendwie nicht so wirklich. Es geht einfach darum, was der Straftäter Nummer 2, der draußen ist, macht. Und ja, wie seine Opfer missbraucht werden, ums Leben kommen und ja, und eigentlich um den Fall eher. Also die Liebesgeschichte von Fenwick und Nightingale, dass sie sich so toll finden und so, das ist so ein bisschen nebensächlich, was ich auch gut finde, weil das gut ist, so wie es ist. Ja, gibt's noch was? Nö. So ist dann die Geschichte, ob man den zweiten Täter dann auch noch kriegt, was mit dem ersten Täter passiert und was da überhaupt noch so abgehen wird. Ja, das könnt ihr dann selber lesen. Und wie gesagt, im Kaufhof für 4,95 ist echt ein super Preis. Also für so ein Buch, für Frauen, die da ein bisschen Ekel davor haben für sowas. Das ist, weil, also erstens denkt man dann die ganze Zeit an diesen Akt. Also das war bei mir zumindest so, weil die Freunde haben mich alle ausgelacht. Na, denkst du schon wieder an dein Buch? Zweitens, könnte das sein, dass man das Vertrauen, dass man, also ich bin der Mensch, ich baue zwar nicht schnell Vertrauen auf, aber also es könnte sein, dass ihr dann ein bisschen Probleme kriegt, weil man erfährt echt, wie vorsichtig man eigentlich sein sollte. Man denkt ja immer, ja, mir passiert das nicht, aber das denken die hier in diesem Buch auch und das ist so, wie der Täter vorgeht, sieht man dann und das ist echt kränkend, wenn man sich denkt, ja, Mann, hab ich Glück gehabt immer, weißt du, wisst ihr? Und das ist halt, ja, wirklich nichts für schwache Nerven. Man darf sich da echt nicht mitreißen lassen, also nicht zu sehr, nicht, dass man sich dann einsperrt und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, er könnte mich und er könnte auch und vielleicht hat sie ja was mit damit zu tun und was weiß ich, also man kann da echt Paranoia bekommen. Aber ich habe es gelesen. Anfangs war es, wie gesagt, ein bisschen komisch. Dieses nach dem Buch abgeschlossen, dann Leute kennenlernen, war ein bisschen schwer. Aber man kommt natürlich auch wieder raus aus der Phase. Ich bin genau wie so verrückt wie vorher auch. Aber ein bisschen so im Hinterkopf ist es dann doch ein bisschen so drin. Finde ich nicht schlecht. Aber wer das wirklich so ein bisschen eklig findet, der sollte das echt nicht tun. Das ist echt nichts für schwache Nerven. Ich weiß nicht, ob es was für männliche Leser wäre. Ich weiß nicht, ob das auch mit diesen, die bei den Gewaltspielen vielleicht auch sowas auslösen könnte. Man weiß ja nie. Hier wird beschrieben, dass solche Täter eigentlich von Kindesbeinen auf psychologisch irgendwie krank sind. Aber man weiß ja nie, ne? Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es ist wirklich ein gutes Buch. Wirklich. Anfangs wie immer ein bisschen langweilig, aber es. Und die letzten 10, 100 Seiten finde ich total überflüssig. Oder die letzten, doch, 100, naja, nee. Die letzten 10 Seiten finde ich total überflüssig, aber naja. Weil die Autorin dann versucht, ein bisschen Spannung aufzubauen und es ist irgendwie gar nicht spannend, weil man weiß ja irgendwie eh, wie es ausgehen wird, wenn man dann so weit ist. Von daher ist es ein bisschen übertrieben gemacht, aber nun gut. Der Rest des Buchs ist angenehm. Gut, nicht angenehm, es ist gut. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt hiermit und hoffe, dass ich morgen 3, 4, 5 Videos abdrehen kann oder heute Abend noch mehr. Da mir ja morgen abgesagt wurde. Nun gut, also ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, keine Ahnung, was auch immer. Auf jeden Fall wünsche ich irgendwas Schönes und tschüss. Und sagt mir, was ihr von dem Zimmer haltet. Ist doch cool, oder?